Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ja, oder besser gesagt Flashlight Channel. Denn der Bruce hat wieder eine richtig schöne Taschenlampe für euch am Start. Aus dem Hause Walter. Und zwar die TGS 60R. Auch gezeigt auf der IWA 2017. Hat ein bisschen länger gedauert, bis sie dann auf den Markt kam. Jetzt ist sie auf dem Markt. Ja, und der Bruce hat sie in der Hand. Und hier haben wir wirklich eine schöne, kompakte, kleine, leuchtstarke Taschenlampe mit DNA-Grabber und einem super Strobe-Modus. Und ich rede nicht so viel. Ich würde mal sagen, Intro ab. Intro ist durch, ja, und starten wir wie gehabt mit dem Lieferumfang. Heute geht es, wie gesagt, um die Walter TGS 60R, die mir freundlicherweise direkt von der Firma Umarex zur Verfügung gestellt worden ist. Dafür schon mal herzlichen Dank. Kostenpunkt der Lampe 49,95 Euro. Ich packe euch unten nachher noch ein paar Produktlinks rein, wo ihr die Lampe erwerben könnt, falls ihr Interesse habt. Ja, und wie kommt die Lampe dann zu euch nach Hause? Hier in diesen schönen grau-schwarzen Karton mit Walter Logo drauf und ja, der Produktbeschreibung TGS 60R. Wenn wir den Karton auspacken, finden wir im Inneren, zum einen fällt mir gleich entgegen, eine Anleitung in mehreren Sprachen. Deutsch ist natürlich auch mit dabei. Dann haben wir die Lampe selber, die Walter TGS 60R, so sieht sie aus. Dazu gleich fertig montiert mit einem Clip, sodass man sich die Lampe bequem an den Gürtel oder in die Hosentasche klippen kann. Dann gehört zum Lieferumfang dazu noch ein Ersatzdichtungsring. Dann haben wir noch ein Tactical Ring, für was der da ist, das zeige ich euch später. Dann gibt es noch eine Halteschlaufe dazu für die Hand, sodass euch die Lampe nicht runterfallen kann. Und zum Schluss, damit ihr gleich starten könnt, gibt es hier noch einen 18650er Akku. Und das Ganze alles für 49,95 Euro. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Lampe mal etwas genauer an. Die Walter TGS 60R ist aus sehr stabilem Flugzeugaluminium gefertigt, hat eine Länge von 143 mm und ein Gewicht von 113 Gramm. Das ohne Batterie. Wenn die Batterie drin ist, dann müsst ihr schon satte 159 Gramm mit euch schleppen. Also alles gar nicht mal so dramatisch. Wir haben hier verbaut eine Cree XML2 LED mit einer Lebensdauer von ca. 20.000 Betriebsstunden, also dürfte durchaus ausreichend sein. Was hier als markantes Teil auffällt, seht ihr hier diese Zacken? Das hier ist nicht nur eine Battle Chrome, sondern das ist ein sogenannter DNA-Grabber, dass ihr die Möglichkeit habt, hier euren Gegner, wie ihr sehen könnt, hier DNA-Spuren abzuschaben, um sie dann bei der Polizei abzugeben. Das ist eines der besonderen Features. Deshalb heißt TGS auch übersetzt Tactical Guard Serie. Und da passt der DNA-Grabber ganz gut dazu. Ja, wie gesagt, zum Lieferumfang gehört hier noch der Tactical Ring. Den zeige ich euch jetzt. Dazu müssen wir erstmal die Batterie reinpacken, damit ich euch zeigen kann, wozu das eigentlich alles da ist. Dazu schraubt man hinten einfach die Kappe ab. By the way, für Sicherheitskräfte gibt es hier auch noch eine Kappe mit Endschalter, sodass man die TGS 60R auch an eine Waffe montieren kann, per Fernschaltung an- und ausschalten kann. Natürlich für uns Normalsterbliche nicht, aber wer will, kann sich das dann nachrüsten. Ebenso gibt es auch Rot- und Blaufilter für die Lampe. Alles kein Problem, aber setzen wir erstmal den Akku ein. So, ganz einfach, eigentlich so wie bei jeder Lampe auch. Schön festschrauben, damit die Dichtung gegeben ist. So, und jetzt haben wir hier diesen Tactical Ring. Ja, den steckt man hier einfach drüber, bis er einrastet. Und dann sieht das Ganze so aus. Und für was ist der nun eigentlich da? Und das zeige ich euch jetzt.
Ja, Tactical Ring hört sich erstmal richtig cool an. Ja, wozu ist jetzt das Teil da? Sieht damit ja schon ein bisschen spaciger aus, die Lampe. Aber muss ja irgendwie auch einen Grund haben. Ja, fangen wir einfach mal damit an. Die Lampe hat hier hinten zwei Schalter, den sogenannten Dual Switch. Der große Schalter ist der sogenannte Hauptschalter. Wenn ich ihn einmal antippe, wird das Licht aktiviert. Und ich brauche auch nicht viel Kraft. Ich brauche wirklich nur so ein bisschen antippen. Das ist dafür da, damit ich kurz mal anleuchten kann, um zu sehen, was Phase ist. Und hier unten haben wir den kleinen Switch. Der hat die Funktion, wenn ich hier drauf drücke, aktiviere ich den Strobe, um meinen Gegner zu desorientieren. Des Weiteren ist er auch dazu da, wenn ich hier den Hauptschalter einmal durchdrücke, habe ich die Lampe komplett angeschaltet. Wenn ich jetzt den kleinen Schalter unten drücke, schalte ich die Lichtmodis durch. Da haben wir satte zwei von, einmal 100% und einmal 10%. Bei 100% haben wir 650 Lumen und bei 10%, rechne, 65 Lumen. So sieht das Ganze aus, ja. Aber wozu jetzt der Battle Ring? Und jetzt kommt's. Also normalerweise haltet ihr die Lampe so, drückt drauf und könnt jetzt mit der Lampe rumspielen. Da wir jetzt aber hier zwei Lampen haben, ist es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, die so zu betätigen. Und dazu kommt jetzt der Battle Ring. Zu halten ist das so, ich nehme die hier in Zeigefinger, Mittelfinger und so kann ich die Lampe halten. Sieht jetzt so aus wie bei einer Pistole. Ja, kann ich auch so machen, kann ich auch so halten, wenn ich will. Ja, und jetzt habe ich hier mit den Daumen ja bessere Möglichkeiten, an die Schalter heranzukommen und auszuwählen. Also ich kann mit einer Hand leuchten oder stroben. Und natürlich, wenn ich jetzt eine Handfeuerwaffe in der Hand halte, kann ich das auch sehr gut steuern so. Und man denkt gewöhnungsbedürftig, aber ich habe es einmal gemacht und ich finde, ich will es gar nicht mehr missen. Ist eine richtig schöne Sache. Da wir ja einen richtig schönen Sommer haben, ja, Sommer, mit viel, viel Regen haben wir ja auch richtig viele Pfützen. Und das ist ideal jetzt hier für den Test mit der TGS 60R. Denn laut Beschreibung ist sie stoßfest, sogar auf Beton, mit einer Fallhöhe von 1 bis 2 Metern. Und sie ist wasserfest nach IPX8 Standard. Heißt, man kann bis zu 20 Meter tief mit der Lampe tauchen, ohne dass da was passiert. Okay, die Fitzi hier hat keine 20 Meter, aber sie hat Asphalt. Und ich denke mal, wir probieren jetzt mal aus, was passiert, wenn ich die TGS 60R da mal in die Pfütze knallen lasse auf Asphalt. Sie geht nicht mehr an. Tja, so schnell kann ein Test zu einer Taschenlampe zu Ende sein. Wie ihr sehen könnt, nix. Ich werde die mal auseinanderschrauben, mal gucken, woran es liegt. Also das Glas ist noch in Ordnung, wie man sehen kann. Hatte ich ja bis jetzt noch nie gehabt. Ist innen drin auch nicht feucht geworden, so wie das aussieht. Ich schraube die mal noch weiter auf. Wie ihr sehen könnt, eigentlich alles in Ordnung. Sehr, sehr merkwürdig. Ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Hätte gedacht, das sieht anders aus. Akku scheint auch noch in Ordnung zu sein. Ich stecke das jetzt einfach noch mal rein. Wollen wir mal gucken, was das ist. So. So, richtig fest. Ja. Tut mir leid. Hat so schön gestartet, das Review hier zu der Lampe. Und so schnell ist es auch wieder zu Ende. Fazit und Kaufempfehlung. Was soll ich sagen? Bin jetzt echt enttäuscht. Werde jetzt an Umarex mal schreiben, mal sehen, was wir da machen können. Vielleicht kriege ich jetzt noch mal eine als Ersatz. Vielleicht habe ich ein Montagsmodell, wäre echt ärgerlich. Ich würde der Lampe gerne noch mal eine Chance geben. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal einen Cut und dann gucken wir mal,
wie es weitergeht mit der TES 60R. Man sieht sich. So, aus dem Briefkasten geholt, ein neuer Karton. Ich habe Umarex angeschrieben, habe ihnen erzählt, was mir so passiert ist. Sie haben dann auch nochmal mein Video von diesem Sturz bekommen, haben die Lampe untersucht und haben festgestellt, dass die Steuerplatine am Kopf wohl eine weggekriegt haben. Sie haben dann mit mehreren Lampen meinen Versuch nachgestellt, denn ich habe es leider etwas übertrieben. Ich hatte ja im Video gesagt, Sturzhöhe von 1 bis 2 Meter ist garantiert und ich habe die ja etwas salopp geworfen. Garantiert wird laut Umarex ja nur eine Fallhöhe von 1 Meter. Sie haben aber meinen Test zum Anlass genommen, mal ein paar Lampen aus dem Lager zu holen und sie alle mal so zu werfen, wie ich sie geworfen habe. Und alle haben es überlebt. Also scheint es so, dass ich ein Montagsmodell hatte. Ja, und ob das so ist, ja. Das werden wir sehen. Wie gesagt, Umarex hat mir jetzt nochmal eine TGS 60R gesendet und ich werde jetzt nochmal mein Glück versuchen. Das Wetter hat sich jetzt ein wenig gebessert. Die Pfütze von vor einigen Tagen habe ich leider nicht mehr. Also ich muss sie getrennt machen. Ich denke mal, ich packe die jetzt aus, mache den Akku an und dann fangen wir erstmal mit der Wasserdichtigkeit an. Wasserdichtigkeitstest. Damit starten wir jetzt. Die TGS 60R ist nach IPX8 wasserfest. Das heißt, wir können sie ja auf unbestimmte Zeit unter Wasser benutzen, ohne dass sie kaputt geht. Und ja, das probieren wir mal. Also jetzt nicht auf unbestimmte Zeit, nur so ein wenig. Ich habe hier meinen Pool und da schmeiße ich jetzt die Lampe rein. Ich mache mal hier das Licht an. Ihr seht, es leuchtet. Ja, und ich würde sagen, rein damit. Ihr seht, die Lampe leuchtet da fröhlicherweise und wir lassen sie mal ein bisschen drin und ich erzähle euch ein bisschen was, warum ist das hier so schlapp. Da ist der liebe Robert dran schuld, denn der hat eine wahre Freude, hier immer seine Krallen dran zu wetzen und hier rauf zu hüpfen und ein bisschen Wasser zu trinken. Als ob der Kater von uns nichts bekommt, ja. Also das macht er wirklich sehr gerne und deswegen ist das hier alles so zerknödelt. Und ich habe die Zeit genutzt und ihr seht, das Lämpchen leuchtet immer noch. Also IPX8 Standard TGS 60R, würde ich sagen, hat mein Exemplar hier auf jeden Fall bestanden. Top. So, nun kommt der Stoßtest. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Da war ich eigentlich bis jetzt noch nie bei irgendwelchen Sturztests mit Taschenlampen. Aber da mir hier die TGS 60R, ja, die hat ja das Zeitliche gesegnet, als ich das gemacht habe, bin ich natürlich jetzt so ein bisschen aufgeregt. Ich werde jetzt nochmal den Betontest machen. Und zwar aus der vorgeschriebenen Höhe von 1 Meter. Ich habe es ja so ein bisschen mit Schmackes geworfen, so aus, ja, ungefähr so. Und damit hatte ich natürlich die Höhe von 1 Meter überschritten, ich Schlingel. Und jetzt werde ich es wirklich mal so machen, wie es sein soll, also aus 1 Meter. Ich schätze aber trotzdem mal so ein bisschen, ich denke mal, wenn ich sie aus der Höhe hier fallen lasse, dann habe ich 1 Meter erreicht. Und ich denke mal, ich quatsche nicht so viel. Ich probiere es jetzt aus. Ich schalte es an. Ja, Lampe leuchtet. Ich gehe jetzt ein Stück zurück und dann lasse ich sie auf die Betonplatte knallen. Ich denke mal, so könnt ihr es sehen. Sie leuchtet, sie leuchtet, sie leuchtet. Ich denke mal, jetzt mache ich es gleich noch mal. Ich lasse noch mal plumpsen, ja, noch einmal. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Ich dachte, jetzt geht sie wirklich kaputt, aber ja, sie leuchtet. Also den Sturztest aus 1 Meter auf Beton hat die Lampe bestanden. Denk mal, wollen wir sie noch mal oder nicht? Ich denke mal, ich gehe mal auf den Rasen und dann werfe ich sie auch noch mal ein bisschen so, wie ich das gemacht habe, auf dem Rasen. Fangen wir mal erstmal ganz, ganz, ganz sachte an. Bis gleich. Letzter Sturztest, ja. Jetzt mache ich es mal. Ich schlänze jetzt sie mal auf den Rasen und ich bin gespannt, was dann passiert. Licht ist an, ihr seht's. Und jetzt gucke ich mal.
Jetzt habe ich sie so geworfen und jetzt gucke ich mal, ob sie noch leuchtet. Also, sie leuchtet erfreulicherweise. Also man kann sie auch ein bisschen weiter werfen. Ich bin zufrieden, denke ich mal, oder? Wollen wir sie doch nochmal auf Beton mal nochmal knatschen lassen? Also eigentlich habe ich ja alle Tests durch. Ich denke mal, ich mach's nochmal, oder? Ich mach's nochmal. Also ich bin wirklich verrückt, muss ich sagen. Aber ich habe irgendwie ich habe Vertrauen auf die Walter TGS60R. Und ich denke mal, ich habe einfach nur Pech gehabt mit dem Montagsmodell. Also, ich mache es jetzt trotzdem. Ja. Ich überschreite jetzt die Höhe von 1 Meter ja, und schlänze sie jetzt genauso auf den Asphalt wie bei dem Test, wo mir die erste 60R kaputt gegangen ist. Ich muss sagen, jetzt bin ich noch mehr aufgeregt. Ich mache es jetzt, oder? Ich mache es. Also, los geht's. Sie leuchtet, ja. Ich wusste es. Also ich habe definitiv ein Montagsmodell gehabt. Sie funktioniert. Ich bin absolut happy. Das macht wieder alles wieder gut. Also ich habe es wieder übertrieben. Ich habe die Höhe von 1 Meter überschritten und die TGS 60R funktioniert. Ich bin begeistert. So, kommen wir zum Außentest. Ich befinde mich auf einem Waldweg. Es ist saudunkel. Ja, und jetzt wird es Zeit, dass die Walter mal zeigen kann, was sie so drauf hat. Jetzt schalten wir sie an und dann haben wir gleich 660 Lumen am Start. So, sieht das aus. Nicht schlecht. Ein richtig schönes, konzentriertes Licht. Es geht schön in die Ferne, wie ihr sehen könnt. Aber auch die nahe Umgebung wird hervorragend ausgeleuchtet. Da gibt es keine Probleme. Ich denke mal, der Lichtstrahl geht so gefühlt so ab 2 Meter los. Ich stelle mal die Kamera ab, dann könnt ihr das noch mal besser sehen. So sieht das aus. Und jetzt schalte ich noch mal eine Stufe runter in den 10% Modus. Jetzt haben wir 66 Lumen. Jetzt ist das Licht natürlich wesentlich schwächer. Aber so für das normale Auge vollkommen ausreichend. Jetzt nochmal zurück auf 660. Ein irrer Unterschied. Und ich wandere mal ein Stück und dann könnt ihr euch das mal nochmal etwas genauer anschauen. Also ein richtig schönes, helles, kaltes Licht. So mag ich das. Und auch schön hell. So, jetzt nochmal 66 Lumen. Reicht vollkommen aus, ist auch sehr, sehr sparsam. So, und jetzt mache ich die Lampe aus. Und jetzt zeige ich euch den Strobo. Aber damit kriegt ihr wirklich jeden Gegner weggeflasht. Und zur Not, ja. Habt ihr auch immer noch den DNA-Grabber, den könnt ihr dann schön in die Stirn versenken. So, letzter Test. Ich befinde mich am Rande eines Feldes und jetzt wollen wir mal schauen, was die TGS 60R so drauf hat in Sachen Reichweite. Dazu begebe ich mich mal hinter die Kamera und dann bewegen wir uns mal ein wenig. Ich leuchte zunächst mit 66 Lumen voraus. So, wie ihr vielleicht da hinten erkennen könnt, haben wir da eine Baumreihe, auch in einer Entfernung von ca. 300 Metern. Angegeben ist die TGS 60R mit 250 Meter. So, und jetzt schalte ich auf die volle Power. So, jetzt habe ich 660 Lumen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, wird da hinten die Baumreihe sehr gut ausgeleuchtet. Also die Walter ist wirklich richtig kraftvoll stark, hat ein sehr konzentriertes, kompaktes Licht, aber auch noch von der Ausdehnung absolut optimal. Ich stelle mal die Lampe ab und dann bewege ich mich mal ein Stück. Also ich muss sagen, eine richtig schöne Powerlampe, die man hier hat. Und ich muss sagen,
Der Bruce ist begeistert. Kommen wir zum Fazit und der Kaufempfehlung. Heute, ja, die Walter TGS 60R. Und ich denke mal, das ist auch eine Premiere, denn ich habe in einem Review zweimal ein Fazit und zweimal eine Kaufempfehlung. Wie ihr euch erinnern könnt, war mein erstes Fazit und meine Kaufempfehlung ja wirklich ja, nicht so schön. Das erste Modell von der 60R hatte sich verabschiedet. Rest in Peace, war kaputt nach dem Sturztest. Ich habe eine neue bekommen, ja, und die hat alle Tests bestanden ohne Probleme. Ihr seht, sie leuchtet noch immer, ja, richtig toll. Und ja, man kann eigentlich sagen, eigentlich auch gar nicht schlecht, dass mir das passiert ist. So konnte ich auch mal testen, was passiert in einem Garantiefall. Und da muss ich sagen, hat Umarex wirklich richtig schnell geschaltet und gewaltet. Das hat noch nicht mal eine Woche gedauert. Dann hatte ich ein neues Modell zur Verfügung und es hat sich gezeigt, dass das, was ich da hatte, wirklich ein Montagsmodell war. Ich habe übertrieben, ja. Ich bin über diese 1 Meter hinausgegangen und habe die Lampe auch mal wieder so schön auf den Asphalt geschlänzt wie beim ersten Mal. Und sie hat es überlebt. Und ihr seht an meinen Smile, der Mundwinkel ist jetzt hier bei diesem Fazit und der Kaufempfehlung ganz anders als beim ersten Mal. Ja, Kaufempfehlung. 49,90 Euro kostet die Lampe im Vergleich zu den von mir vorgestellten Lampen von A-Tactic, also Wotec und Fruhnight. Doch etwas höher, aber dafür haben wir hier auch einen IPX8 Standard. Das heißt also, die Lampe könnt ihr dauerhaft unter Wasser halten, ohne Angst zu haben, dass hier ja Wasser reinläuft und dass die Lampe beschädigt. Das finde ich richtig, richtig gut. Dann finde ich ganz toll hier diesen DNA-Grabber. Das ist wirklich verdammt scharf und ich habe echt keine Lust, das hier irgendwo abzukriegen. Das tut verdammt weh und ich kann euch garantieren, da bleibt auf jeden Fall DNA übrig. Also hier kann man ja schon fast schon eine Apfelsine mitschälen mit dem Ding. Was ich auch noch ganz gut finde, ist hier, ja, dass wir hier diesen Dual-Switch haben, dass wir also an den Strobmodus ohne große Verrenkungen oder Rumdrückereien rankommen. Wir können also sofort, ja, zack, losflashen die ganze Geschichte, um den Gegner zu desorientieren. Und ich habe es ja auch schon wieder in der Hand. Ihr merkt, ich habe mich schon dran gewöhnt an diesen Tactical Ring. Der Tactical Ring ist mit im Lieferumfang und so könnt ihr halt ganz schnell, ja, das schalten, was ihr gerne haben möchtet, ohne groß rumzupuppeln und könnt trotzdem noch eure Waffe verwenden dabei. Also auch das ist ganz gut. Wir haben einen Gürtelclip dabei, wir haben eine Handschlaufe dabei. Ja, und das Ganze für 49,90 Euro. Ja, jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von der Walter TGS 60R? Wäre das eine Lampe für euch oder würdet ihr lieber auf andere Modelle umschalten? Was fehlt euch noch bei der Lampe? Was mir noch aufgefallen ist, was mir vielleicht fehlen würde, dass man so wie bei der großen Lampe hier sich die Lichtstufen selber einprogrammieren kann oder mehrere Lichtstufen hat, sodass man nicht nur 10% oder 100% hat, sondern dass man hier auch noch so 50% oder so einstellen könnte. Das würde mir noch ganz gut gefallen. Und natürlich, ja, wir haben jetzt hier nur 650 Lumen. Die anderen Lampen von Wotec und Fruhnight haben 1050 Lumen, obwohl ich sagen muss, so groß merkt man hier den Unterschied nicht. Aber, und ja, vielleicht der Nachfolgermodell, vielleicht hat denn Version 2 von der 60R ein bisschen mehr Lumen. Und was ich mir auch noch wünschen würde, und dann bin ich wirklich am Schluss, hier hinten der Schalter hier für den Strobe oder für den Modus finde ich ein bisschen tief. Also ist kein Problem, man kann ihn wirklich gut aktivieren. Aber vielleicht würde ich ein bisschen näher rangehen. Okay, ich denke mal, das haben die wirklich so gemacht, damit man nicht aus Versehen an den falschen Knopf rankommt, sondern dass man instinktiv hier immer den richtigen Knopf aktiviert. Und wenn man wirklich will, erst den Strobo drückt, kann natürlich auch der Grund dafür sein, aber vielleicht ein Stückchen noch nach vorne und dann wäre ich absolut glücklich, ja. Und das waren meine letzten Worte zu der TGS 60R von Walter. War wirklich mal ein spezielles Review. Hatte ich noch nie gehabt, dass hier mal was kaputt geht, aber so ist es ungeschminkte Realität hier beim Bruce, beim BB2K Airsoft-Kanal, BB2K Flashlight-Kanal, kann man ja auch schon fast sagen. So viele Lampen, wie ich jetzt schon getestet habe. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und ich konnte euch ein bisschen helfen, falls ihr in der Kaufentscheidung seid, zu der Walter TGS 60R. Und ich würde sagen,
habt eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Review.